Die Bildungsmesse DidakDak ging nach einer erfolgreichen Woche in Hannover zu Ende. Mehr als 750 Aussteller aus 35 Nationen haben eine Vielzahl von Bildungsangeboten präsentiert. Die Schwerpunktthemen der Messe, digitale Bildung, Inklusion und Fachkräftenachwuchs, wurden auf unterschiedlichste Weise vermittelt. Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden waren neben den Ständen wichtige Anlaufpunkte der Messebesucher. Und wie hat Ihnen das Angebot gefallen? Sehr, sehr schön. Alles viel zu viel. Man müsste hier bleiben. Es ist jeden Jahr gut zu sehen, dass wir wieder neue Produkte auf die Messe sehen. Also macht Spaß. Wir sind am falschen Tag da als Schulträger. Wir würden also nicht mehr am Samstag kommen, sondern Dienstag oder Mittwoch. Es sind zu viele Beutejäger da, bitte um Nachsicht. Ich bin sehr zufrieden. Also doch, wir sind aus Hessen gekommen und es hat sich definitiv gelohnt, die Fahrt. Ich bin ein bisschen überwältigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist sehr viel, wird angeboten. Zum Schluss weiß man gar nicht mehr, wo einem der Kopf steht. Also man muss schon sehr gezielt Stände anlaufen. Ja, umfangreich, viele verschiedene Themen, die mich persönlich auch interessieren. Also ich bin recht zufrieden mit dem Angebot. Zum Teil auch ein bisschen überwältigend, aber zum Glück hat man ja entsprechende Informationsmaterialien, dass man sich auch gut durcharbeiten kann. Interessant. Vielseitig, verwirrend, alles gut. Sehr gut. Wir sind schon fertig und gehen jetzt nach Hause. Voll bepackt. Den Besuchern hat es also gefallen. Doch nicht nur Lehrkräfte waren auf der Messe zu Gast. Dass sich vor allem auch die Politik für die Veranstaltung eingesetzt hat, freut DidakDak-Geschäftsführer Reinhard Koslitz. Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Veranstaltung. Wir haben sehr viele Bildungsinhalte transportieren können. Wir haben die Politik hier zu Gast gehabt und haben gesehen, dass die Politik sehr hohes Interesse hat an der Weiterentwicklung des Bildungsmarktes. Die Bildungswirtschaft ist insgesamt sehr zufrieden. Wir haben großen geschäftlichen Erfolg verzeichnen können, weil das Interesse auch sehr hoch war. Alle sind rundherum zufrieden. 2016 wird die DidakDak neue Bildungsmöglichkeiten aufzeigen. Doch dann findet sie in Köln statt.